Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich bin Manuela Lohnen. Vom Beruf bin ich Industriekauffrau, habe eine Tochter und zwei Enkelkinder. Mönchengladbach und Fenn verfügt über ein sehr umfangreiches Vereinsleben und ich bin in vielen Vereinen aktiv, insbesondere im Sommer wie auch im Winterbrauchtum. Bezirksbezogen bin ich politisch tätig und auch bürgernah aktiv. Ich bin hier stellvertretende Bezirksvorsteherin und im Rat der Stadt Mönchengladbach und dort in verschiedenen Ausschüssen tätig. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vieles wurde geschaffen, wie hier dieses wunderschöne Gelände der alten Schule Fenn mit den vielen Gebäudlichkeiten für Arztpraxen, Apotheke, Wohnen und ein wirkliches, gemütliches Ambiente hier. Aber auch der Nordpark und Heidgesberg mit der Umladestelle. Für den Rot-Weiß Fenn werden wir den Kunstrasenplatz im vierten Quartal 2020 beginnen. Und noch vieles mehr ist geleistet worden. Wir haben aber auch noch viel zu tun. Ja, liebe Fennerinnen und Fenner, wir stehen hier an der neuen Grundschule Fenn und man kann hier vieles zu berichten. Erstmal sieht man hinten das kommende Baugebiet, das neue Baugebiet von Fenn mit vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern. Wir haben für die Schule jetzt gerade geschaffen 2 neue Ogata-Klassen für 1 Million Euro. Das war eine große Investition der Stadt Mönchengladbach. Aber dadurch haben weitere 50 Kinder ihre Ganztagsbetreuung. Vieles wird hier geleistet. In dem Neubaugebiet kommt ein neuer Kindergarten. In dem Neubaugebiet kommt ein großer Spielplatz mit den neuesten Gegebenheiten und vieles, vieles mehr. Dort hinten schließe ich dann an, der Möhriger Platz, wo ich jetzt sagen darf, nach neuesten Informationen, dass der auch mit Grün jetzt versorgt wird, mit vielen Bäumen, aber dass die Festivitäten und der Parkplatz nicht gefährdet sind, dass alles dort erhalten bleibt. Alte Thema oder auch noch neue Thema, die Sporthalle für Fenn, ist in unserer Planung immer noch enthalten und wir sind auch in den Haushaltsüberratungen nach der Kommunalwahl damit beschäftigt. Die neue Sporthalle soll dann beginnen und dann kommen, wenn auch der Baubeginn dieses großen zentralen Geländes erstellt wird. So soll auch hier eine Baustraße entstehen, sodass man dann also diese Aufgabe mit Bau der Sporthalle gleichzeitig in Angriff nehmen kann. Ich kümmere mich gerne um Familien, ich kümmere mich gerne um die Jugend, um Senioren und um Behinderte. Und wenn Sie Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie sich an mich wenden. Am 13. September, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist die Wahl, die Kommunalwahl und ich stehe zur Kandidatur für den Rat der Stadt Mönchengladbach an. Wir können das alles nur leisten und ich freue mich auf diese Zeit, auf diese Aufgabe, aber dazu brauche ich Ihre Unterstützung, ich brauche Ihre Stimme und dann bitte ich um Ihr Kreuzchen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Dankeschön.